Ja, liebe Freunde des Oelsnitzer Karnevals, es gibt eigentlich. Und da werde ich mit folgenden Satz sage auch grobe Proteste aus eigenen Reihen empfangen. Aber es ist so, es gibt eigentlich keinen Grund, einen deutschen Lehrer hier auf die Bühne zu holen. Aber aufgrund der mangelhaften mediterranen Pädagogik sahen wir uns gezwungen, heute einen deutschen Lehrer hierher zu bringen. Begrüßt mit mir zusammen mit einem tosenden Applaus unter Studienrat Hornsen. Das üben wir nochmal, wenn das nicht klappt, komme ich runter und hol mir einen hoch. Helau, liebe Klasse! Das war schon besser, aber der da hat nicht mitgemacht. Kommt sie überhaupt mal hoch und guckt sich mal an, wie sie da sitzen. Das haben wir alles schon schneller gesehen, zwar nicht von Ihnen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Die Stunde dauert nicht ewig. Aber sag mal, dich habe ich hier doch schon oft gesehen. Hello again. Du wirst hier an der Tafel stehen. Ich werde dir einen Fünf reindrehen. Ich würde gern für immer bleiben, das kann ich nicht alleine.
Sich dann
so ansehen, Herr Unterstudienrat Hornsen. Wenn Sie Ihr Stöckchen so unter Ihren Arm klemmen, denke ich manchmal so bei mir, sind Sie vielleicht ein kleines bisschen verklemmt. Verklemmt? Ich bin verklemmt? Weißt du, wie man mich früher genannt hat? Man nannte mich Kefal, denn ich ließ nichts anbrennen. Ja, da hätte man Sie aber auch Sparflamme nennen können. Du pubertierter Rotzlöffel! Frauen hätte ich haben können, die sind mir nachgelaufen. Zu Tausenden, was sage ich, zu Dutzenden. Weißt du überhaupt, wo es auch bei einer guten Frau ankommt? Hä? Das ist die gute Frau, die muss es nicht bloß hier haben, nicht bloß hier, auch hier. Ah ja, warum nicht? Ja, aber ich glaub's nicht, dass sie so viele Frauen hatten. Sie sind mir scharenweise hinterhergerannt, aber ich war so unheimlich schnell und war vor ihnen da. Und am Ziel angekommen, schrieb ich dieses Lied. Sie war ein ganz heißer Brüller.